Ich will deine Taktik wissen, Alter. Ich will wissen, was du gemacht hast. Ja, ich sagte schon jetzt, mein Bett wirst du nicht bekommen und ich habe keine Eisenblöcke. Als ob ich dein Bett nicht bekommen würde. Nein! Da kannst du sagen, was du willst, du kriegst es nicht. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde YouTuber versus Zuschauer. Und ich möchte noch kurz am Anfang sagen, dass ich jeden Freitag um 15 Uhr einen kleinen Special-Stream mache. Also ich mache jeden Samstag um 15 Uhr einen kleinen YouTuber versus Zuschauer-Stream. Da habt ihr die Chance, gegen mich zu spielen und da habt ihr die Chance, gegen mich mal im Teamspeak mit mir zu labern und gegen mich zu spielen. Halt, genau, Fix, was laberst du? Okay. Und ja, heute habe ich mir gedacht, ich habe diesen Stream gerade gemacht und jetzt warten noch ganz viele Leute unten in der Lobby sozusagen auf meinem Teamspeak. Und da habe ich mir gedacht, so, yo, nehme ich halt heute nochmal eine kleine Folge YouTuber versus Zuschauer auf. Und wer der oder die Glückliche jetzt ist, das sehen wir gleich, denn ich werde einfach auf diesen Channel gehen, einfach zufällig irgendjemanden moven und einfach mal schauen, ob der oder die da ist und gegen mich kämpfen mag. So. Aber, boah, sind hier viele Leute, Alter. Es sind so ungefähr 80 Leute, die gerade warten auf YouTuber als Zuschauer. Komm, Augen zu und durch, Leute. User was moved to your channel. Hallo, Fix. Hi, als ob du auf mich gewartet hättest. Ich habe nur gesehen, dass ganz viele Leute hier drin waren. Und dann dachte ich, da ist was los. Nice, hast du Glück gehabt. Ich habe gerade gestreamt, YouTuber als Zuschauer. Oh, cool. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme noch eine kleine Folge auf und du bist am Stissel, Alter. Hast du Bock, gegen mich zu spielen? Ja, klar. Ja, klar. Heißt du Ingame so wie auf TeamSpeak? Ja. Okay. Alter, wie heißt du denn? Sag mal. Ich heiße Paul. Party invite, ja. Paul. So, bitteschön. Danke. Ja, hi Paul. Herzlich willkommen. Ich glaube, die zweite Folge YouTuber vs. Zuschauer hier auf meinem TeamSpeak. Und oder beziehungsweise hier auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich TeamSpeak. Und ja, Paul, wie alt bist du denn? Erzähl mal ein bisschen was. Ich bin Paul, 14, ja. Und segel Paul. Gerne. Und was? Segel gerne. Kegeln? Segeln. Ach, segeln, ja. Segeln, cool. Mein Cousin segelt auch. Schöne Grüße an der Stelle an meinen Cousin. Ja, ich gehe in Rot. In Rot? Ja, weil wir beide in seinem Team sind, weil wir in einer Party sind, deswegen. Ach so. Ich habe gedacht, in der Stadt Rot. Nein. Ass. Ich habe schon gedacht, nee, weil mein Cousin hat da auch gesegelt. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, wir spielen, keine Ahnung, wollen wir eine Codewort-Challenge spielen oder wollen wir ein normales 1 vs 1 spielen? Codewort-Challenge, na cool. Okay, weißt du, wie die Regeln sind? Kannst du nochmal erzählen? Ich erkläre nochmal, okay. Wir haben beide ein Codewort, das dürfen wir zweimal sagen. Und wenn der Gegner das Codewort sagt, von sich selber, dann muss der Gegner halt runterspringen. Halt, wenn ich jetzt Bugfish sage, musst du in den Tod springen. Und das darf ich zweimal sagen. Ja, okay. Und ja, wenn das Bett kaputt ist, dann können wir auch das Codewort sagen, aber dann müssen wir nicht in den Tod springen, Dachen sondern müssen wir lassen. Nur in die Base laufen. Das weißt du schon. Ja. Okay, nice. Freunde, wie alt bist du denn? Habe ich schon gefragt? Ja, ich bin 14. 14? Ja. Okay, boah, ich bin gespannt. Best of 3 oder nur eine Runde? Boah, kommt drauf an. Codewort Challenge ist eigentlich immer nur ein Game. Also ich würde sagen, dieses eine hier. Weil Codewort Challenge dauert immer ziemlich lange. Dann müssen wir noch die Codewörter nehmen. Genau. Ich würde sagen, mein Codewort ist Backfisch. Meins ist Akatsuki. Akatsuki? So heißt die Agni. Also, ich habe den Namen von einem Charakter aus einem Anime genommen und der ist in der Organisation Akatsuki. Ah, okay. Nice. Schaust du Animes oder was? Ja. Ah, nice. Ja, ich schaue irgendwie nie Animes. Oder ich habe früher mal ein bisschen Animes geschaut, aber so jetzt momentan gar nicht eigentlich. Ja, cool. Ich bin gespannt, ey. Ob du mich bin hier noch fertig nicht machst. Eingespielt. Das ist das Problem. Bist du nicht? Nein. Dann wird das vielleicht gut für mich, weil ich habe gerade ein bisschen gestreamt. Aber egal, auch für dich so, dass du es weißt. Ja. An jedem Freitag um 15 Uhr gibt es einen kleinen Fix vs. YouTuber-Livestream. Also falls du Bock hast, kannst du da vorbeikommen und auch mit zuschauen. Und vielleicht hast du dann auch wieder die Möglichkeit, nochmal gegen mich zu spielen. Und wieso bist du so weit oben? Das ist doch. Weil ich am Anfang erst gewonstackt habe. Ja, also nicht mit Freestack anfangen. Das ist ja immer eine gute Taktik, weil wenn man erst mit One Stack anfängt, kann man den Gegner noch Lowground geben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bugfish. Oh. Oh, Alter, Scheiße!
Nein, ey. Oh Mann, ich hab gedacht, du wartest noch ein bisschen und schaust ein bisschen, was ich mach. Ja, das war halt meine Taktik, ich hab gewartet. Ja, ich weiß schon. Oh Gott, ey, das wird lustig. Es wird lustig, jetzt muss ich ja unbedingt hier ein bisschen Druck machen. Ja. Sonst habe ich ein Problem. Spielst du privat viel Bad Wars? Eigentlich eher UAC. Ich habe früher mal Bad Wars gespielt. Aber jetzt spiele ich eigentlich nur mit Freunden. Kannst du dir meine 30-Tage-Stats anschauen? Kann ich hier drin leider nicht. Bist du gut? Platz 923, denke ich. Also Platz 900? 23, aber bin ich erst heute geworden. Ah, okay, nice. Aber dank meinem Freund eher gesagt, weil der mehr Skill hat als ich. Ah, okay. Der zieht dich sozusagen ein bisschen hoch, oder? Ja. Ja, gesagt, spielen wir eher gemeinsam, aber alleine würde ich nicht so viel reißen. Ja, wenn man ein gutes Team hat oder wenn man ein gutes Team ist, dann ist doch nice. Ja. Man ergänzt sich so ein bisschen, ne? Ja. Ich finde es immer ganz cool. Ich und Kumpel zum Beispiel, wir zocken halt schon zusammen. Wir sind halt seit wir klein sind, kennen wir uns eigentlich und wir haben schon immer zusammen gezockt. Und wenn wir zusammen irgendein Game im Team spielen, wir rasieren immer komplett irgendwie. Oh. Weil es irgendwie, keine Ahnung, so dran gewöhnt irgendwie als Team zu zocken und wir ergänzen uns da so ein bisschen in unseren Skills. Oh mein Gott. Oh, nein! Oh, nein! Das kenne ich nur zu gut. Das passiert mir auch manchmal beim Block MLG und dann fliege ich irgendwie auch immer runter. Ey, so, hast du es gesehen? Ja, ich habe den Block im Runterfallen gesehen. Ja, ich hätte dich locker holen können jetzt. Ah, shit. Okay, wurscht. Ah, du hast halt einen Vorteil. Du spielst mit Respawn Code. Spielst du ohne? Ja, ich spiel ohne. Das würde sonst bei mir laggen. Ah, okay, scheiße. Ich spiel auch insgesamt ohne Label Mod und so, insgesamt, weil es bei mir nicht funktioniert. Ja. Ja, Labby Mod an sich spiele ich eigentlich auch nicht mehr oder halt fast gar nicht, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, für was man das unbedingt braucht. So. Oh, böse. Oh, böse. Alter. Akatsuki. Akatsuki Blue! Tschüss. Okay, jetzt haben wir beide nur noch ein Codewort. Ja, das kann spannend werden. Spielen wir mit oder ohne Gold? Nee, ne? Ohne. Okay, wir spielen ohne Gold und spielen wir mit Eisen oder spielen wir auch ohne Eisen? Eisen gerne. Also ich habe nur Probleme damit. Okay, ja, ich habe so ein bisschen Probleme damit, weil... wenn man damit richtig spielen kann. Aber spielen wir mit Webs? Nee, oder? Ist doch klar, gerne. Oh nein! Ja, okay, wenn du willst, ist mir gerne, aber ich benutze das hier eigentlich noch nicht so. Okay, du darfst entscheiden, du bist der Zuschauer. Ach. Und du laggst. Oh mein Gott. Ja, alter Schwede. Ist mal im Internet eigentlich gerade alles okay. Ja, nee, du warst gerade, keine Ahnung, bei mir war Anzeigefehler oder irgendwas. Sah auf jeden Fall komisch laggy aus. So, nur ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Machen wir Bett ohne Eisenblöcke einbauen? Weil ja, dann brauchst du mal eine Steinspitzhacke und das war ein bisschen blöd. Okay, ja, lass ohne Eisenblöcke einbauen. Ja. Aber lass auch, ja, okay, nee, passt schon. Einfach mit Eisen auch spielen. Wenn wir kann brauchen. Anstrengend werden. Das wird geschwitzt jetzt gleich, Alter. Oh! Ja, nice. Oh. GG. Das kann schön. So. Holy shit, Alter, holy shit. Ich komme. Paul, ne? Ja. Also, okay, Paul. Paul, ich werde dich abziehen, Alter. Ich mach dich fertig, Paul. Du kriegst auf die Schnauze, oh mein Gott. Akatsuki. Oh nein, ich hätte sogar dein Bett holen können. Fixes GG. Ja. Jetzt bist du ein bisschen im Nachteil, mein Freund. Ja. deswegen gehe ich jetzt auch auf eine Stufe sicher. Oh nein, aber bitte, du musst mir versprechen, sei nicht traurig, falls ich dich wegrack. Nee, das wird schon nicht so schnell passieren. Oh, Alter, okay, da ist jemand überzeugt, ey. Da ist jemand überzeugt von sich. Bin ich mal gespannt. So. Auf eine Nummer sicher, meint er. Okay, dann gehe ich auch mal auf eine Nummer sicher hier. Das wird dir jetzt von außen nicht auffallen, aber... Was? Das ist so eine private Taktik von Clan Wars eher gesagt. Oh, spielst du Clan Wars? Ich habe noch nie richtig welche gespielt, aber von Clan Wars eher. Okay. Und dann meistens mit ein paar Freunden oder so. Oder hast du da deine kleine private Defensivtaktik oder was? Naja, die benutzt eigentlich jeder gute Clan. Okay. Akatsuki ist übrigens auch ein Gomme-Clan. Ah, okay. Ja, schöne Grüße. Aber weißt du, was ich sag? Nix. Fuck. Man muss das ausnutzen. Also, wie sehr hast du ein Schwert? Oh, puh. Oh mein Gott, nein! Shit, Alter! Shit. Okay, fuck. Oh, jetzt habe ich Zeit verloren. Bist du runtergefallen? Nee, Blöcke. Blöcke nochmal richtig gemacht. Okay, fuck. Oh, fuck. Gibt's doch nicht, Alter. Ja, wahrscheinlich hast du diese
diese Dinger benutzt, diese anderen Blöcke. Silberfisch oder was? Ja. Nein. Die mag ich irgendwie nicht. Okay. Ich mag die auch nicht. Oh mein Gott, nice. Holy shit, holy shit, holy shit. Alter, ist das spannend eigentlich. Ja, keine Ahnung. So, mal schauen, ob ich hier noch eine Chance habe. Aber er schaut gut für mich aus. Für mich eigentlich auch. Fuck. Ich will deine Taktik wissen, Alter. Ich will wissen, was du gemacht hast. Ja, ich sagte schon jetzt, mein Bett wirst du nicht bekommen. Und ich habe keine Eisenblöcke. Als ob ich dein Bett nicht bekommen würde. Nein! Da kannst du sagen, was du willst. Du kriegst es nicht. Ja, sicher? Komm, baust doch ab. Nein! Shit! Oh, was hast du gemacht? Das verrate ich immer noch nicht. Das ist meine Spieltaktik. Safe hast du Webs benutzt, Alter. Safe hast du einfach. Na klar, Alter. Natürlich. Hab ich direkt gehört, Alter. Safe hast du Cobwebs benutzt. So, ich muss jetzt mit dir auf Nummer sicher gehen. Weil so nicht mit dir, Alter. So nicht mit mir, mein Freund. So, oh Mann, Alter. Ich will wissen, was du für eine Taktik hast, Mann. Du machst dich so nervös, Alter. Das ist eine geile Bad Wars-Taktik. Kann ja nicht sein. Na, die kennt fast jeder Spieler. Aber okay. Im normalen Bad Wars wird die halt nicht benutzt. Okay. Also ich kenne hier kaum welche. Also ich weiß, dass es mal benutzt wurde. Mhm. Aber. Okay, scheiße. Geh bitte weg von mir. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Backfisch. Oh Backfisch. Nein. Oh, spring runter. Oh. Holy shit, Leute, was ist da denn los, Alter? Das kann schön werden. Okay. Okay, okay, aber jetzt bin ich gut vorbereitet, Alter. Jetzt bin ich gut vorbereitet, mein Freund. Nicht mit mir. Mein Weg ist zwar mega scheiße, aber egal. Ja, meine auch. Ich muss. Oh nein, jetzt geht er wieder. Hatte vorne. Da hattest du nämlich Blöcke gesetzt, sodass da so ein Turm war. Ah, oh, fuck. Problem fuck, ist halt, wir schlagen uns immer beide runter, sodass das ewig dauern würde. Ah, nein, das dauert nicht ewig. Das schaffe ich schon jetzt hier so. Surprise. Nein. Das kann nicht sein. Das schaffst du wirklich. Oh mein Gott. Glaub an dich. Oh nein. Hör auf, Jürgen, hör auf. Das Glück, dass ich nicht so einer bin, der die guten Bauarten kann. Ja, zum Glück. Ich kann nur bis No-Shift. Ich kann auch No-Shift. Fuck dich da. Nein. Nein. Nein, Mama. Scheiße. Nein, Mama. Okay. So, wir spielen natürlich mit Webs, was ich mir selber ausgesucht habe, aber ohne Gold. Mhm. Ohne Gold aber, ne? Ja. So, okay. Es gäbe auch noch die Variante hier und hier ohne Bogen, aber mit Gold. Nee, wir spielen lieber ganz ohne Gold. Ich glaube, das ist besser. Ja. Ich glaube, das ist besser für uns beide. Auf der Map würde es sich eh nicht lohnen, mit Gold zu spielen, da die, wie soll ich sagen, der Spawn nicht gut vom Gold gelegen wäre. Das ist meine Meinung. Ja, doch, eigentlich geht schon. Du hast ja, ja den besten. Aber es ist halt kein vierfacher Spawner. Und ja nur. Also, die sind halt unterschiedlich und da brauchst du länger zum Gold saven. Okay, mein Freund, wo bist Weil du? Weil auf der Map werden auch Clan Wars gespielt. Okay. Deswegen. Oh, Alter. Du bist halt echt schon ein Bad Wars-Schwitzer, ne? Nein, ich will kein Bad Wars, ich bin lieber wegen ORC. Aber ich bin auch. Naja. Aber du kennst dich gut aus. Oh, mit Rod. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Schwitzer ist. Ach ja. Hä? Ja? Was los? Naja, mit. Hier, ich sag, wollte nur sagen, Federfallschuhe bringen eigentlich nichts, finde ich. Findest du? Ja. Ach, so ein bisschen was schon. Ja, ein bisschen. Ich kann ja einfach runterspringen und dann habe ich keinen Damage bekommen. Ah, fuck. Null, du buggst. Hör mal auf. Scheiße. Oh mein Gott, nice. Nein. Ah. Oh, nice. GG. Scheiße. Okay. Alter Schwede. Ich hatte so Alter Schwede, jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir beide kein Wort mehr. Ja, oh, das regt ein bisschen auf, dass ich kein Codewort mehr habe. Ja, so sind die Regeln, Alter. Ja. Ich kann mich auch aufregen, dass ich kein Codewort mehr habe, aber. Das hat dir sehr viel Vorteile gebracht ohne Bett. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr scheiße von dir, das Web in der Hand zu halten. Warum? Also dann siehst du, dass ich Webs hab oder dass ich hier einfach durchlaufe? Oh, scheiße! Nein. Bist du runtergefallen? Nein. Doch, oder? Na, ja. Ah, shit. Oh ja, okay, du hast es mit Webs eingebaut. Ich hab's gewusst, Alter. Oh mein Gott. Nein. Ah, schade. Spannende Runde, Alter.
Richtig spannend. Fixes GG an dich. Payne oder Paul. Paul, ja. Paul, magst du jemanden grüßen? Ich grüße meinen Bruder Max und meinen Freund Henry. Okay, schöne Grüße auch von mir. War eine sehr spannende Runde, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Und das Video kommt wahrscheinlich übermorgen oder so, dass du Bescheid weißt. Ja, klar. Ja. Werde ich mir noch anschauen und liken. Nice, Ehrenmann, Leute. Lasst alle einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön, Paul, fürs Mitspielen und bis bald.